sagen, mal wieder zurück zum Wokismus. Vielleicht können wir das mal verknüpfen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie schätzt du die Partei da ein? Weil ich habe zum Beispiel bei Schlomo gehört, ja, seine Einschätzung diesbezüglich. Die sind wohl ein bisschen dagegen, aber wahrscheinlich nicht genug. Ihn stört es, dass sie nur die Cancel Culture kritisieren. Und da verkennt er, dass die Cancel Culture das wichtigste Machtinstrument der Wokisten ist. Denn der größte Feind der Wokisten ist nicht irgendeine konkrete Partei oder Bewegung, sondern der größte Feind ist der freie Diskurs. Ich habe es ja schon gesagt, selbst so Leute wie KuchenTV, die relativ unpolitisch sind, können die Wokisten spielend leicht auseinandernehmen, weil sie keine Argumente haben. Deswegen also, gehen sie auch in keine Gespräche, genau. Ja, ja. Und wenn sie in Gespräche gehen, dann versuchen sie sofort, das Narrativ zu kontrollieren. Ich meine, selbst wenn sie beispielsweise mit Erwin oder Imp reden, müssen sie das ja schon wochenlang vorbereiten, dass sie sich gegenseitig raiden und dann möglichst viele Nachrichten geschrieben werden, dass auch, ja, das richtige Narrativ rüberkommt. Denn jeder, der sich das neutral ansieht, der sieht dann halt, dass diese Leute keine großen Argumente haben. Sie wissen, dass sie keine Argumente haben. Das wissen sie sogar selber. Sie wissen, dass sie nur Framing haben. Sie reden sich das dann auch noch, also sie reden sich das dann ja auch sehr lustig schön. Sie sagen dann, die Menschen sind halt so blöd, um das zu verstehen, die sind nicht politisch gebildet genug, wären sie so politisch gebildet wie wir, dann würden sie das auch so sehen. Also es ist eine sehr elitistische Ideologie, die sich auch nur an gebildete Schichten richtet. Also wenn man über solche Themen beispielsweise Volksabstimmungen durchführen würde, das glaube ich auch sehr wahrscheinlich eine Forderung der Wagenknecht-Partei sein wird, oder ich weiß nicht, ob es jetzt schon im Vereinsprogramm steht oder im Parteiprogramm wird es auf jeden Fall stehen, das stand ja auch schon bei der Linken im Parteiprogramm, dann hätten die Wokisten keine Chance. Also wenn beispielsweise eine Volksabstimmung über Migration machen würde, da würde jetzt würde jetzt nicht rauskommen, lasst sie alle rein, jeder sollte nach einem halben Monat hier in Deutschland einen deutschen Pass bekommen. Also was sich einige in der Linkspartei vorstellen. Das wird dann nie und nimmer rauskommen. Und deswegen sind ja auch meiner Ansicht nach hier die ganzen Mainstream, ich nenne es jetzt mal Altparteien, auch gegen Volksabstimmung. Genau, das Argument habe ich auch schon oft gebracht. Es gibt eigentlich im Prinzip nichts Demokratischeres als Volksabstimmung. Und es gibt definitiv einige politische Inhalte, die hier umgesetzt werden seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die schon immer gegen die Mehrheitsmeinung oder Mehrheitsbevölkerung war. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Migration betrachten. Es hat noch nie in diesem Land, ich denke, in fast gar keinem Land, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland anzuwenden, eine Befürwortung für eine Massenmigration gegeben, mehrheitlich. Noch nie. Wahrscheinlich sind fast alle Länder der Welt, wenn nicht alle, sogar dagegen. Ja? Aber trotzdem passiert es. Und da wäre zum Beispiel eine Volksabstimmung doch etwas ganz Tolles. Oder wenn man dann später auch wieder Thematik wie eine Impfpflicht oder sonst irgendwas hat. Für sowas wäre das ja mal ein tolles Tool, aber sowas ist ja nicht gewollt bei diesen Parteien. Ja, ich meine, man kennt ja meinen Take zu Volksabstimmungen. Ich bin da grundsätzlich gegen. Ich sehe einfach nicht, dass die Bevölkerung die Kompetenz hat, dass sie über sowas abstimmen, was schon am Ende. Ja, aber wer entscheidet dann die Kompetenz? Spezifisch sein muss eigentlich. Die Kompetenz entscheidet sich ja nach dem heutigen System darüber, dass du halt alle 4 Jahre wählst. Naja, gut, aber da kann man doch auch schon die Kompetenz der Leute absprechen. Wer weiß denn überhaupt, wofür die Parteien genau stehen? Die meisten wählen einfach das, was sie schon immer gewählt haben. Das ist halt, dann gehen wir jetzt zu den Medien über. Das ist natürlich das nächste Problem. Ne? Medien framen, Medien machen Propaganda. Die Leute wissen gar nicht, was so richtig, wofür sie dann wählen und so weiter und so fort. Was natürlich ein sehr großes Problem ist. Ja, selbstverständlich. Ja, und dann ist auch eine Folge. Also das können wir auch bei normalen Wahlen viel eher, wo es einfach nur darum geht, ein Lebensgefühl zu vermitteln oder wo sie vor der Wahl das Gegenteil dessen erzählen können, was nach der Wahl gemacht wird. Also das geht auch bei einer Volksabstimmung, wo später das umgesetzt werden muss, über das abgestimmt wurde, viel schwieriger. Das stimmt. Wenn Nein, sie das also mit dem Argument könntest du auch Wahlen abschaffen. Wenn es jetzt um Volksabstimmungen wird, bei Volksabstimmungen wird ja auch am Ende ein Grundgefühl an die Bevölkerung vermittelt. Dann ist die Frage, wer stimmt ab? Wie kriegt man das logistisch hin? Nein, wir sind nicht die Schweiz. Die Schweiz ist vielleicht so groß wie Bayern ungefähr von der Einwohnerzahl. Wir sind ein 85-Millionen-Land. Das ist, was die Infrastruktur angeht, etwas völlig anderes, wie man das aufbaut oder überhaupt durchsetzen kann, eine Volksabstimmung bundesweit. Wir haben allein schon gesehen, was bei Wahlen alles passieren kann, allein in Berlin. Das Problem ist, was ich eben habe. Ich bin kein Fan von der Demokratie. Ich finde den Satz recht gut. Ja, Demokratie ist kein gutes System, aber es ist das Beste, was wir haben. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von Churchill, aber da hat er recht. Die Meinung der Mehrheit ist nicht die richtige.
Star, aber es ist kein Kriterium dafür. Aber wer soll dann entscheiden? Wer hat das? Weil du jetzt zum Beispiel sagst, ich weiß es besser als ihr alle. Sollen wir dann sagen, ja gut, dann mach, du weißt es besser. Nein, so funktioniert das nicht. Gib mir das Recht. Nee, es ist halt schwierig. Wie gesagt, es ist das beste System, was es gerade gibt. Ich sehe nur einen weiteren Schritt in die Richtung, dass man das dem Volk noch mehr Autorität und noch mehr Möglichkeiten gibt, nicht als einen richtigen Schritt an. Deswegen sage ich ja immer wieder, weil du hast ja diese Angst, dass das Volk nicht weiß, wofür sie abstimmen. Deswegen sage ich ja immer wieder, wie wichtig es auch ist, dafür zu sorgen, dass wir wirklich objektive, oder es gibt nicht Objektivität, aber halt so objektiv wie möglich unsere Medien gestalten, dass wir da wirklich entweder so wenig Propaganda wie möglich drin haben, was schwierig ist, oder dass wir zumindest eine diversifizierte Propaganda haben, wie ihr eben bei den Öffentlich-Rechtlichen auch meintet, mit rechts, links und so weiter, dass alles halbwegs wiedergespiegelt wird. Objektivität durch Pluralismus, ja, das hatten wir ja schon drüber geredet. Ich bin da, dem stimme ich natürlich zu. Das Problem daran ist, in einer Demokratie braucht es eben Propaganda. Wenn es einen Alleinherrscher gibt, der muss die Bevölkerung nicht anlügen, weil braucht keine Zustimmung. Gut, wenn er nicht will, dass jetzt Leute mit fucking Mistgabeln vor der Tür stehen. Es gibt kein perfektes System. Wir wollen nur versuchen, halt so nah wie möglich zu kommen. Ja, ne? Aber Ich höre dich gerade nicht. Ich glaube, da macht gerade das Internet. Jetzt hören wir dich wieder. Ja, mein Internet ist gerade gut. Das ist gut. Ja, aber die Argumente, die ihr gerade gegen Wahlen gebracht, also die ihr gerade gegen Volksabstimmung gebracht habt, die könnte man gegen Wahlen alle noch ein viel stärkeren Ausmaß bringen. Ja, da hat er recht. Jetzt frage ich mal so, wenn ihr Wahlen abschaffen würdet, welches Instrument der Elitenselektion würdet ihr dann anwenden? Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Es bräuchte ja theoretisch einen Herrscher, dem tatsächlich das Wohl der Bevölkerung oder du redest jetzt vom guten König, aber den gibt es ja nicht. Der gute König zum Beispiel oder halt ein aristokratisches System. Ist halt immer die Schwierigkeit, wie man das am Ende macht, dass man eine Auswahl hat. Deswegen sage ich ja, die Demokratie ist nicht das beste System. Es ist das Beste, was wir heutzutage halt haben. Und wir haben jetzt Wahlen festgelegt. Jetzt ist die Frage, sollte man das System dann noch weiter ausbreiten als das, was wir jetzt schon haben? Ja, aber dieses Mischmasch, was wir ja gerade haben, ist ja quasi das Schlechteste von beiden Welten, was wir gerade theoretisch haben, Star. Also da bin ich dann tatsächlich doch für mehr Demokratie. Ich lese gerade im Chat, der Pilot hat geschrieben, für ihn ist es wohl auch eine Scheindemokratie momentanen Zustand. Den Take habe ich ja tatsächlich auch mal gebracht, da werdet ihr euch dann erinnern, Panda und Star, da habt ihr mich ja voll für angefeindet. Oder zumindest nee. der Chat zumindest. Ist eine Definitionsfrage. Ja, ist eine Definitionsfrage, aber ich sehe es halt nicht. Für mich ist es halt eine Scheindemokratie, wenn ich sehe, dass die Mehrheitsbevölkerung seit Jahrzehnten oder eigentlich schon immer zum Beispiel gegen Massenmigration ist, die einem aber trotzdem seit Jahrzehnten aufgezwungen wird. Und das haben wir auch in anderen Thematiken. Die wichtigen Fragen werden ganz selten von der Bevölkerung getroffen. Und wo ist das dann demokratisch? Da darfst du aber auch nicht vergessen, die Bevölkerung hat das gewählt. Ja, aber die Grünen hatten bei der letzten Wahl 18% oder sowas. Ja, und vorher war Merkel als konservative CDUler gewählt und die hat es auch gemacht. Und danach wurde die CDU trotzdem noch weiter gewählt. Entschuldigung, wolltest du was sagen, Agitator? Was wolltest du sagen? Ja, die gleiche Frage, die du gerade gestellt hast. Welche Alternative hatten die Menschen? Also die AfD, die gibt es ja erst seit 10 Jahren. Und auf der linken Seite, da gibt es ja gar keine Alternative zu dieser Politik. Also jetzt wird die Wagenknecht-Partei gegründet, aber da sieht man doch, wie verzögert das kommt. Also wenn einfach Unterschriften sammeln und eine Volksabstimmung hätte machen können, dann wäre das doch viel schneller gegangen. Bleiben wir halt wieder bei den Problemen, die damit einhergehen. Wir stellen uns vor, wir haben Volksabstimmungen, dann heißt es, man braucht enorme Aufwände, dass man sie bundesweit einsetzt. Es wäre einmalig, es gibt keinen anderen Staat, der das hat. Sollte man in unserer Größe, Schweiz ist nicht unsere Größe, das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist immer erstmal die Machbarkeit ist halt ein großer Punkt. Wie kriegt man das überhaupt hin? Dann ist noch ein anderer Punkt. Das Volk müsste dann halt auch eine informierte Entscheidung treffen. Und dann ist die Frage, inwiefern wird diese
Volksabstimmung einen Einfluss haben, was dann für das wieder entschlossen wird. Wird das dann so sein, dass man ein direktes Gesetzpapier abstimmt? Wird das eine Vorgabe sein? Und wenn ja, wer überprüft, dass die eingehalten wird und so weiter? Da entstehen halt viele Probleme und Fragen, mit denen man umgehen muss. Letztlich müsste man natürlich ein Gesetz abstimmen. Also man sieht doch bei so Abstimmungen wie dem Brexit, dass man dem Volk nicht einfach eine Frage vorlegen kann und dann macht das Parlament ganz lustig damit das, was es sich von sich aus denkt oder setzt eine zweite Abstimmung an, sondern es muss natürlich eine bindende Abstimmung sein. Alles andere führt nur zu Chaos und zu Unzufriedenheit, weil das Parlament dann das Gegenteil dessen macht, was das Volk vorher gesagt hat. Okay, der Brexit finde ich jetzt ein gutes Beispiel. Der Brexit war ja quasi eine Entscheidung, wollen die Großbritannien aussteigen aus der EU? Das war eine Grundfrage von wegen auf dem Level ungefähr. Moment. Das wäre ja eine Frage ungefähr auf dem Level von, wie Outlaw gerade gebracht hätte, von wegen, wollen wir mehr Migration, ja oder nein? Das haben wir ja schon gesehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man weiß, wofür man abstimmt und was am Ende daraus entsteht. Es bräuchte also eine konkrete Gesetze oder zumindest konkrete Richtlinien, nach dem abgestimmt werden muss. Und dafür hat einfach das Volk nicht die Qualifikation. Doch, also ich gebe mal ein gutes Beispiel für eine Volksabstimmung, wo man war ein klares, dem Volk klare Kriterien vorgelegt hat, wo die Regierung dann aber später trotzdem das Gegenteil gemacht hat, weil sie nicht bindend war. Das ist die Volksabstimmung über die Vorschläge der Troika in Griechenland 2015. Da hat die griechische Regierung sich gedacht, so, wir fragen jetzt endlich mal das Volk, was hält die von diesen Sparauflagen? Die Griechen haben sehr überraschend gesagt, nein, wir wollen nicht hier noch weitere 10 Jahre Sichtum haben. Und also die haben da wirklich konkret über die Vorschläge der Troika abgestimmt. Was hat die griechische Regierung dann gemacht? Sie ist nach Brüssel gegangen und hat diese Vorschläge dann angenommen. Also das hätte bindend sein müssen. Wenn das bindend gewesen wäre, dann wäre Griechenland heute sehr wahrscheinlich nicht mehr Teil der Europäischen Währungsunion. Also das wäre schon so eine Grundsatzentscheidung gewesen, wo man die Menschen über was Konkretes hat abstimmen lassen. Also wo man wirklich gesagt hat, ja oder nein. Und bei der EU, also da war ja überhaupt nicht klar, wenn die Menschen jetzt sagen, wir wollen aus der EU austreten, wie sieht dieser Austritt aus? Wollen wir dann raus aus dem europäischen Binnenmarkt beispielsweise? Oder wenn wir aus der EU austreten, also wie sieht das genau aus? Also theoretisch hätte die britische Regierung ja sogar die Möglichkeit gehabt, ein Ergebnis zu verhandeln, wo Großbritannien eigentlich formal aus der EU austritt, dann aber in allen EU-Verträgen noch genauso drin ist. Also das war überhaupt nicht, da wurde über nichts Konkretes abgestimmt. Wie gesagt, in Griechenland, damals hat man über was Konkretes abgestimmt, aber da hat die Regierung trotzdem das Gegenteil gemacht und sowas darf eben nicht passieren. Man braucht erstmal eine konkrete Frage, irgendein konkretes Gesetz, ein Papier, irgendwas, worüber konkret abgestimmt wird und danach muss das zwangsweise umgesetzt werden. Alles andere führt eben nur zu Chaos. Und die Regierung hat dann gleichzeitig auch den Auftrag, die Bevölkerung aufzuklären. Weil gerade einer im Chat fragt, heute würde es Griechenland sehr wahrscheinlich sehr viel besser gehen, wenn sie aus dem Euro ausgetreten wären. Der Euro war für dieses Land eine einzige Katastrophe. Das ist nur der Kurzsichtigkeit dieser ganzen und der Korruptheit dieser ganzen Regierung zu verdanken, dass das Land heute so am Boden liegt. Also die hätten schon 2010 aus dem Euro austreten müssen. Also. Wärst du für Deutschland für einen Austritt aus dem Euro? Ich wäre für eine kontrollierte Abwicklung des Euro oder halt für eine Reform der ganzen Eurozone. Aber ich sehe für beides aktuell leider keine. Ich sehe, dass eine Reform aktuell wohl eher realistischer ist. Also, dass man die Regeln innerhalb der Eurozone reformiert. Ist die Frage, inwiefern funktioniert eine Währung überhaupt auf verschiedenen Staaten? Weil wir gehen jetzt wieder in die wirtschaftliche ganz Richtung. Schlecht. Das heißt, ich ziehe mal schlecht. Kurz wieder am Tau uns ein bisschen weg von der Wirtschaft. wir gehen irgendwie immer wieder darauf zurück.